Die Kläranlage in Zweetzen ist die größte Anlage des Zweckverbandes Jena Wasser. Hier werden jeden Tag rund 14.000 Kubikmeter Schmutzwasser aus der Stadt und einigen Gemeinden im Umland gereinigt. Anlässlich des Weltumwelttages konnten Interessierte heute einen Blick hinter die Kulissen werfen. Mit dieser Aktion feierte Jena Wasser zugleich sein 30-jähriges Bestehen. Am Vormittag bekamen mehrere Schulklassen Führungen durch das Klärwerk. Wir sehen das als sehr, sehr wichtig an, den Leuten auch zu zeigen, was passiert mit dem Zeug, was du zu Hause runterspülst. Das ist für alle selbstverständlich, aber wenn ich Ihnen sage, dass 80% der Abwässer in der Welt noch nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, dann können Sie auch die Bedeutung von so einer Kläranlage anders schätzen. Und wenn man den Leuten das zeigt und die Leute aufklärt, ist es natürlich schon interessant für die Leute, das zu erfahren. Aber für uns ist es auch wichtig, gerade Schulklassen durchzuführen, um einfach auch den jungen Leuten zu zeigen, wie sowas funktioniert. Am Ende der Führung konnten die Gäste frisches Wasser an einem Verkostungsstand probieren. In der Kläranlage werden rund 98% der Schadstoffe aus dem Wasser entfernt. Das passiert in einem mehrstufigen Prozess aus mechanischer, bakterieller und chemischer Reinigung. Das gesäuberte Wasser wird anschließend in die Saale geleitet. Bei der Reinigung entsteht außerdem Klärgas, das mit Hilfe einer Biogasanlage zur Energieerzeugung genutzt wird. So kann das Klärwerk den Bedarf an Strom und Wärme selbst decken. Wir sind autark auf dieser Kläranlage. Den Strom, den wir hier verbrauchen, sei es zum Klären, sei es zum Heizen, sei es zum Lichtanbrennen, diesen Strom erzeugen wir hier selbst. Wir haben es geschafft, im Laufe der Jahre energieautark zu sein, und da sind wir auch stolz drauf. Ja. Mit dem Tag der offenen Tür wollten die Verantwortlichen auch neue Fachkräfte gewinnen. So konnten sich die Besucher über die verschiedenen Tätigkeiten in der Abwasserindustrie informieren. Wer es am heutigen Weltumwelttag aber nicht in die zentrale Kläranlage von Jena geschafft hat, der findet auf www.jenawasser.de alle Informationen zu weiteren Veranstaltungen, zu den Berufen und zur Anlage.